Hey Leute und willkommen zur nächsten Runde von Dota Auto Chest. Wir zocken die nächste Runde, wenn es denn mal losgeht. Jawohl. Und gucken mal, ob wir diesmal ein bisschen mehr Glück haben mit dem Ziehen. Der. Oh. Bleep, bloop, I am a robot. Ja. Yeah, just kidding. Das strahlt uns ja quasi ins Gesicht. Werden wir wahrscheinlich viele diesen Clock haben, oder? Bounty Hunter ist schon mal mit bei. Da ist auch schon einer. Der hat sich. Oder bin ich das gewesen? Nee, okay. Also wir haben zwei im Spiel, glaube ich. Und schon ein Bounty. Zwei Bounties sogar. Ich würde den trotzdem erstmal die beiden holen, damit wir den Goblin-Bonus kriegen. Da ist leider kein Mech. Kein I Item. Run like a clock. I run like a clock. Is a bleep bloop. I am a robot. Yeah, just kidding. So, ein Goblin brauchen wir noch. Beziehungsweise ein Goblin-Mech. So, was haben wir denn hier? Knights, ein paar, ein Pawn und ein Unranked sogar noch mit drin. Das heißt, wir werden hoffentlich schon mal nicht letzter. Oh, Knight 1. Der ist kurz vor Queen. Der hat einen Task. Oh, da hat jemand einen Mars gekauft. I'm rich. I'm rich. So, jetzt natürlich noch ein. Schade. Denn bin ich aber für. Knight in blackest armor. Dann geben wir ihm die Rüstung. Er ist jetzt hier momentan unser Stärkster. Haben wir hier schon eine Enchantress? Oh ja, da waren zwei. Aber ich glaube, ich kaufe die ihnen einfach mal weg. Enchanted, Mal, wenn ihr Sachen kauft, dann sind die erstmal aus dem Pool raus. Das heißt, die Chance, dass er dann noch eine zieht, ist ein bisschen geringer. You died well. You died well. Oh, sehr schön. Dr. Klinker. Dr. Klinker. I am the new Mark II Rattletap. Just kidding. Nah, just kidding. Er macht trotzdem immer noch am meisten Schaden. Ich gebe ihm trotzdem das hier. Nächste Runde sind wir dann Level Up. Und dann können wir uns nochmal ein Level Up kaufen. Und können hier fünf Leute reinstellen. Und dann sind wir eigentlich doch recht gut dabei. Sehr gut. I run like a clock. I run like a clock. Den Drow will ich eigentlich nicht unbedingt haben. Dr. Klinker. My suit should keep me comfortable through all of this. Bleep, bloop, I am a robot. Okay, Yeah, also der just kidding. Start ist schon mal richtig geil. Wir haben den Goblin-Bonus, wir haben den Mech-Bonus. Wir haben einen Demon, der von sich aus immer schon einen Bonus gibt, mit absoluten Schaden, plus 50%. GG. Jetzt müssen wir das nur noch irgendwie ausnutzen. Yeah,
Hier oben hat den Bonus bekommen. Okay, zack. Try to outsmart me and you'll just end up smarting. Okay. Droide. There's a price on all their heads. Lord Obelanus. Okay, versuchen wir es mal so. Ich würde es jetzt wirklich erstmal so lassen. Das müsste uns eigentlich durchs Early Game hier durchtragen. Sei denn, irgendjemand hat hier einen besseren Ding bekommen. Oh, da geht hier voll Assassin, ey. Babam. Ja. So easy. Es ist eigentlich ziemlich krass, die Kombo, die wir jetzt gerade haben. So ein bisschen random natürlich, wo dieser Buff hingeht hier von den Goblins. Mit HP, Regeneration und Rüstung und bla. Lord Obelanus. Krieger bringt nichts, ich brauche Ritter. Okay, ne. Das lassen wir so. Wäre natürlich trotzdem noch toll, wenn wir einen Bounty Hunter noch kriegen würden. Dann hätten wir den wenigstens noch Level 2. Weil der macht jetzt noch am wenigsten Schaden hier. Oh, der hat nur 4 Leute. Das ist ein easy Spaziergang hier. Oh, do not run too fast, for I will but bespeak thy grave and die. Triple kill. So, bis jetzt sind wir noch sehr, sehr gut dabei. Dürfen uns noch nicht auf unseren Siegen hier ausruhen, aber ein bisschen Geld sparen ist jetzt schon mal auf jeden Fall nicht verkehrt. Der hier unten hat 20, ist aber auch Level 4 erst. Bleep, bloop. I am a robot. Dr. Klinker. Dr. Klinker. Leider nicht die richtigen. Oder ein Chaos Knight, 2 Stück wären auch noch gut. Haben wir da irgendjemanden? Nee. Oh, der geht auch den hier. Das ist alles nicht so schlimm. Oh, das könnte jetzt doch ein bisschen knapp werden, glaube ich, oder? Glück hat er hier den Buff, ey. Das hat uns den Arsch gerettet. I run like a clock. I run like a clock. Ups, sorry. Lord. Enchanted, I'm sure. Tja, wen nehmen wir denn rein? Oder wir nehmen... Machen sie mal zurück. Auch ein Ritter. Ich hätte gern den Omni-Knight. Righteous! Alter, der geht ja full Assassin hier. Das ist natürlich heftig. Mal schnell die weg, damit wir dann den Bonus kriegen. Ich glaube, wenn es eher sie, die ich rausnehme. Das heißt, wenn ich sie rausnehme und den Omni-Knight reinmache.
den hier so in die Mitte stelle. Dann haben wir nämlich drei Knights. Wir haben immer noch den Goblin- und Mech-Bonus. Und wir haben immer noch den Dämonen-Bonus. Wir haben noch einen Untoten. Oh, den Drow Ranger. Wer ist denn hier noch untot, bitte? Drow Ranger. Der Lich und der Nekro. For this gift of power, I am grateful. Scheiße. Ich verkaufe mal den. Damit wir nochmal den Goldbonus kriegen. Ups, das wollte ich nicht. Wir sind immer noch ungeschlagen. Holy shit. Diesmal läuft es auf jeden Fall besser. Oh. Das ist natürlich übelst lucky. Gracious me. Gebe ich auf jeden Fall zu, ist sehr lucky. Tja, wir gehen mal in diese blöde Maske, ey. Ich finde die immer nicht gut. Lass den Träger verstummen. Trotzdem vielleicht mal noch einen Magier mit reinnehmen. Damit wir nicht nur physischen Schaden haben. Triple kill. Triple kill. For this gift of power, I am grateful. Prepare for poison. Oh, ich hab den falschen gekauft. Lol. Beastkrieger. Krieger brauchen wir nicht. Wollte ich gar nicht kaufen. Nee, Druide bringt alles nix. Ich nehme mal den Drow. Vielleicht kriegen wir diesen Untoten-Bonus. Rüstung aller Feinde verringert. Das ist natürlich bei unserer Combo gar nicht so bad. Ja. Das sieht auch ganz gut aus. Noch ungeschlagen. Und wir haben auch gut Geld gespart. Der hier unten, ey. Entweder der geht nachher komplett all in. Oder ich weiß nicht, was er machen will. Auch wieder nichts mit bei. Oh, die verbessern hier alle alles. Oh. Mir gefällt, wie gesagt, der Bounty Hunter nicht. Aber wenn ich den rausnehme, kriege ich den Bonus hier nicht. Also ich habe noch den Mech-Bonus. Aber der Goblin-Bonus geht weg. Wir bleiben mal bei der Combo hier. Ich frage, ob ich die noch irgendwie anders hinstellen könnte, oder... Der Chaos Knight wurde komplett weggebombt. Monster Kill. Oh, das sieht nicht gut aus. Eieiei. Yes. Keine Ahnung, wie wir das gewonnen haben, ey. Auch wieder nix dabei. Ich guck mal, ob ich rerolle. I'm Rizrak. Don't touch me. Ritter, Ogre-Mage. In the service of Salamene. Don't touch me. Sehr gut.
down. Den Razor haben wir nicht genommen. Shadowfiend brauchen wir nicht. In the service of Salamene. Oh ne, wir nehmen den Draw rein. Für den Untoten-Bonus. Der wird absolut keinen Schaden machen. Aber jetzt haben alle Gegner weniger Rüstung. Das heißt, wir hauen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr rein. Ansonsten ist es natürlich klüger, eigentlich die Luna reinzumachen. Vom Schadenausbruch her. Oh, shit. Das ist nicht so schlimm. Noch was? Nee. Anti-Mage, nee. Was war das denn, ja? My quiver and bow are ready. Okay, ich nehme mal den Razor. I bring the spark of death. So, wen wollen wir hier am Leben lassen? Chaos Knight. Geben wir mal ihm. Triple Kill. Mach dein Ult bitte. Ja, sehr gut. Das wirkt leider irgendwie ziemlich knapp, ich weiß auch nicht. Jetzt wird es langsam besser. Fucking Kunker, ey. I bring the spark of death. Nehmen wir Kunker? Nee. Omni Knight. The righteous! So. Wir sind immer noch ungeschlagen. Ich glaube, ich hätte den Razor mal reinnehmen sollen. Das sieht nicht gut aus. Hat er Ult? Oh nein, er ist gestunt. Schieß! Oh nein, wir haben verloren. Ganz knapp. Fucking Autism. Chaos Knight. Luna. In the service of Salamene. Knight in blackest armor. Ich habe echt das Gefühl, der ist ziemlich selten immer. Dieser Chaos Knight. Here's pus in your eye. Pus in your eye. Wir haben immer noch den Mech-Bonus. Ich glaube, ich springe in der nächsten Runde mal auf Level 8 und mache die Luna noch mit rein. Dann haben wir da noch mal ein bisschen mehr Wumms. Nap. I feel energized.
feel energized. Der kann weg. Lassen wir so, okay. Wir haben jetzt noch mal ein bisschen mehr Wumms bekommen. Aber der Gegner hat leider auch ein bisschen Wumms. Das ist der Typ, ja. Der sich hier wirklich bis zum Schluss sein ganzes Geld aufgehoben hat. Und jetzt haut er noch mal rein. Yikes. Der Shadow Fiend, ja. Razor, Luna, Razor. Bleep, bloop. I am a robot. In the service of Salamene. To the victor. Kann es sein, dass wir nicht den einen haben? Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir können eine Sache verbessern. Juggernaut. The dragon comes for war. Ne, schade. War im anderen Game, wo wir die Sachen hatten. Wir haben den hier haben wir noch. Juggernaut. Wir müssen jetzt noch versuchen, ein bisschen durchzuhalten hier. Oh, bitte machst du kalt. Irgendwie, ja, ja, ouch, ouch. Oh, sehr schön. Das hat geklappt. Yes. Wenn wir ihn hier noch mal kriegen würden. Oh yes. I'm Rizrak. Don't touch me. Das ist sehr gut. That one looks angry. Ist unsere Frontline jetzt noch mal ein bisschen besser. So, wir haben immer noch den Mech-Bonus und Goblin-Bonus. Untoten-Bonus haben wir. Wir bräuchten noch unbedingt ihn hier, glaube ich. Dann haben wir einen Mensch noch mit drin und noch einen Ritter. Das heißt, wir können auch Leute verstummen. Sehr gut. Night Silver is safe once more. Das klappt doch. Papapam, papapam. Ja, nur Blödsinn hier. Hat ein bisschen was gekostet, aber es ist es wert. Wir haben Human Bonus und den vierten Ritter. Das heißt, die könnten nochmal einen zweiten Schild bekommen, die Leute. Jetzt müssen wir aber wieder ein bisschen Geld sparen. In der Hoffnung, dass wir jetzt aber noch ein bisschen besser aufgestellt sind.
Und wie gesagt, wir sind der Einzige, der Level 9... Ne, oh, Bulldog ist auch schon Level 9. Wo er auch sein ganzes Geld verschwendet. Ja. Sehr gut. Vier Mechs. Vielleicht, wenn wir jetzt noch mal diesen Gyrokopter kriegen würden. Ne. Tinker ist auch nicht so gut. Ne, ich lasse es erstmal. Ich versuche noch mal ein bisschen Geld zu sparen. Vielleicht schaffen wir es auch noch auf Level 10. Runde 24, okay. Bulldog ist auch raus. Dieser Gritzy ist auch fast raus. Der ist auch fast tot. Also wir sind auf jeden Fall schon mal nicht letzter. Das ist doch schon mal was. Und es sieht doch eigentlich ganz gut aus. Was hat er eigentlich für eine Ult? Festfälle des Todes. Okay. Aua. Sehr gut. Das heißt, der ist tot. Try to outsmart me and you'll just end up smarting. Lone Druid. The righteous. Oh ja, verbessert nochmal seinen Shadow Shaman. Der ist nicht gestorben, unglaublich. Aber es gibt erstmal nichts, was ich verbessern kann. Er hier ist noch Level 1. Aber wir haben gleich wieder gut Geld gesammelt. Der Typ könnte hier nur noch gefährlich werden. Der ist auch Level 9. To outsmart me and you'll just end up smarting. Smarting. Ne, schade. Elementar Hexenmeister. Das bringt leider nix. Void made flesh. Braucht drei Hexenmeister, damit es was bringt. Hm. So, Razor, Omni Knight, Clockwork. So, ganz kurz nochmal gucken, die habe ich nicht. Das Ding habe ich auch nicht. So, gucken, wo ich den reinmache. To outsmart me and you'll just end up smarting. Smarting. Soll ich auf Level 10 rushen oder versuche ich lieber noch irgendwas zu verbessern? Void made flesh. The dragon comes for war. The dragon comes for war. The sleeping dragon wakes. Timbers of Midnight, Luna. So, Magiresi. I bring the spark of death. Hier mit seinen ganzen Assassins, ja.
ist echt heftig. Es könnte ein Win werden hier. Vor allem, wenn ich den auf Level 2 kriege, ist eigentlich auch GG. Ja, ich versuche jetzt mal Level 10 zu kommen, um den hier rein zu bomben. Ja, die eine Runde warten wir noch. Ich glaube, ich gehe dann mal eine Dings weiter zurück. Wir haben dann auch zwei Elementare. Alle verbündeten Elementare haben eine Chance, Angreifer in Stein zu verwandeln. Okay. Ist jetzt nicht so der Burner, aber immerhin. So, er hier wird der Endgegner hier. Oh, er hat 64 Gold. Komm schon, machst du tot. Irgendwie. Ah, fuck. Damn. Okay, nicht so schlimm. Wir stellen uns mal kurz neu auf. Und dann machen wir den Enigma rein. So. Bisschen reingebucht. Wie gesagt, eigentlich wäre cool, wenn wir die Luna weiter hinten machen. So. Lord of Alanis. The dragon comes for war. Enigma hat noch nicht seinen Ult gemacht, jetzt. Okay. Ja, das war's. Der ist auf jeden Fall raus. Die Frage ist. If light cannot escape me, what hope have you? Oh mein Gott. Void made flesh. A stitch in space-time. Und wir haben das Ding hier bekommen. Okay, das ist eigentlich schon fast GG. Oh, Nekrophon. Here's pus in your eye. Den auch noch ein Level abkriegen. Ein Goblin-Mech. Here's pus in your eye. Okay, nächste Runde wird auf jeden Fall auch nochmal gut. Oh, shit. Oh, cool, wenn wir die mal besiegen hier. Da habe ich auch immer Probleme. Mach deinen scheiß Ult. Ja. Nice. If light cannot escape me, what hope have you? Irgendeiner hat doch die Chain Mail. I am Lord of Alanis. Hat jemand die Chain Mail? Nee, hat er nicht. Doch hier, Javelin. Nee. Aber. Nee, auch nicht. Damn. Oh, aber ein Dings haben wir. Ja, ja. Uh-oh. Yes. Nice. Ich denke mal, du wirst keine Chance haben. Wir haben noch einen Omni-Knight. Righteous. Techies, Beastmaster. Nur noch ein Dragon Knight. Ich glaube, mit dem wird eh nichts mehr. Dann gehen wir jetzt hier für die drei noch und versuchen da noch die nächste Stufe zu kriegen. Jetzt spielen wir wirklich nur noch gegen diesen. Oh, er hat einen Doom Level 2 noch bekommen. Oh, er hat einen
Wer ist der Tim Tidehunter? Scheiße. Ja, genau, deswegen. Der Ult ging ja wohl komplett daneben. Scheiße. Ich weiß nicht, ob es nur unlucky war oder ob wir mal. Wir müssen uns mal kurz umstellen. Luna bringt nichts mehr. Stellen uns mal so um. Keine Ahnung, ob es was bringt, aber einfach nur, um ihn zu verwirren. Beziehungsweise um ein anderes Ergebnis zu kriegen. Er hat alles so stehen lassen. Ja, die Aufstellung sieht schon besser aus. Alter, dieser Tidehunter, ey. Das sieht aber gut aus. Oder sieht's gut aus? Ich weiß es nicht. Das sieht doch nicht so gut aus. Mach nochmal den Ult. Nein. Und er ist gefangen. Oh Mann. Scheiße, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Medusa. Righteous. Omni-Knight. Keine Ahnung. Damit er seinen Ult schneller rauskriegt? Ich weiß es nicht. Scheiße. Der macht mich hier noch. Das ist dieser Tidehunter, ich schwör's euch. Ja, der hat geulte. Oh, au. Oh. Naja. Ich krieg's nicht hin. Krieg es nicht hin. Chaos Knight, ja, der hätte mir vorhin geholfen. Ah, leider kein Dings mehr. Lord Omnimanus. Scheiße. Wir gehen mal jetzt komplett hem hier. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt, aber ich muss irgendwie umstellen. Ich muss gucken, dass ich ihn da. Achso, okay. Jetzt kommt erstmal der. Bin ich auch mal gespannt, ob wir den schaffen. Sieht sogar gut aus, ey. Oh Mann, Demon Edge. Demon Edge. Nee, nee, nee. Medusa, nee. Gyrokopter, nee. Oh, scheiße. Die wird jetzt hier mein absoluter Oberguru. Ich hab keine Ahnung, ob das hier noch was wird. Komplett offensiv hier. Ich hoffe, dass man ihn irgendwie durcheinander bringen kann da oder seine Backline angreifen kann. Ich hab keine Ahnung. Oder wir stehen einfach mittendrin. Meine Luna steht schön weit hinten, das ist gut. Ich glaube, der Ult ist ein bisschen weit daneben gegangen. Oh, oh, oh. Alter. Alter, der macht ja übelsten Schaden hier. Was hat er denn hier? 100, oh, viermal Schaden zuzufügen. Das bringt leider nichts mehr. Throw. Nee. Wir gehen mal komplett hier rüber. Keine Ahnung. Er hat es, glaube ich, so gleich. Muss versuchen, ihn hier zu töten.
Der ist ja der absolute Endgegner. Oh, er ist perfekt. Wenn die ihn schaffen, ohne dass er... Ah, er hat geultet. Ne. Guckt euch das an, man kriegt den nicht tot hier. Das ist ja der übelste. Omni-Knight. Enigma bringt nichts mehr. Doom. Timbersaw bringt auch nichts mehr. Ein Elementar. Versuch mal den Elementar hier hinzustellen. Vielleicht kann er den zu Stein verwandeln. Keine Ahnung. Hat das so stehen lassen? Ja, hat er. Er hier ist der Böse. Man muss, er ist zu Stein. Er ist zu Stein. Aber er heilt sich irgendwie immer. Ne. Der kann den hier alleine aufs Feld stellen. Der würde alles kaputt machen. So, letzte Möglichkeit. Letzte Möglichkeit. Nekros bringt nichts. Das bringt nichts. Ja, verbessert sogar auch noch was. Willst du mich veräppeln? Oh, aber es bringt nichts. Nicht genug Gold. Oh. Righteous. Das bringt auch nichts. Scheiße. Nö. Na, ich kann nichts machen. Das wird gleich genau gleich so ausgehen. Wir haben den sogar versteinert. Den, ah, jetzt hat er umgestellt. Er hat ihn nach hinten genommen. Der Tidehunter, ey. Ne. GG, würde ich sagen. Eieiei. Ei, ei. Aber wir waren Zweiter. Und der Enigma hat echt viel Schaden gemacht. Holy shit. Schade, wir haben nur einen Dings bekommen. Er hat wirklich nur einmal mehr gewonnen. Kann ich mir hier mal seine Sachen, ups, angucken? Nee. Kann ich nochmal zurückgehen? Nein. Schade. Ehrlich. Das war echt knapp. Richtig knapp. Ups, Verbindung getrennt. Schade. Ich wollte mir das eigentlich gerne nochmal angucken. Aber das ist ja eh nur für Dota. Aber es war echt knapp, holy shit. Und wir sind wenigstens Zweiter geworden. Ich glaube, vielleicht sind wir sogar aufgestiegen. Das kann ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich sagen. Übersicht. Das ist nur die Lobby. Ich muss mal gucken, wo kann ich ihn sehen? Was für eine Stufe ich habe, ne? Oh, schade. Ich weiß nicht, wo ich das sehen kann. Na egal, werden wir in der nächsten Runde dann eventuell sehen, ob ich ein Level abbekommen habe oder nicht. So, dann würde ich sagen, bedanke ich mich wie immer fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. War eigentlich eine echt geile Runde bis auf den Schluss. Da hatte er einfach den krasseren Champ zum Schluss. Und ich dachte, mit den Enigma bin ich eigentlich gut dabei, aber hat leider trotzdem nicht gereicht. Ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken, hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, bye bye.